Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Abenteurer, zum Quarantänetag 7408, Podcast Nummer 3. Mein Name ist Maris, ich bin hier mit dem Joscha und heute reden wir über das Thema, was wir letztes Mal schon angekündigt haben und dann haben wir uns irgendwie verrannt. Wann ist man bereit, für den nächsten Step von dem kleinen Kamera zum großen Kamera-Level aufzusteigen? Hast du Bock? Ja, voll. Bestes Thema, finde ich. Ich finde es auch ein sehr, sehr interessantes Thema, weil es gibt vielleicht gar nicht so eine eindeutige Antwort, aber vielleicht hast du auch eine sehr eindeutige Antwort. Ich bin gespannt. Ich überlasse dir erstmal das Wort. Ach, du liebe Güte, das ist voll gemein, einfach so eine Introduction zu machen, zu sagen, jetzt machst du weiter. Also, ich finde, man kann an diesen kleinen Kameras, spiegellose, Spiegelreflexkameras, sehr, sehr viel lernen. Mhm. Ne? Und du kannst mit einem kleinen Budget anfangen und kaufst dir die erste Kamera und probierst dich selber aus. Und man ist ganz lange an dem Punkt, wo man mit einer kleinen Kamera die gleichen beschissenen Bilder machen würde wie mit der Alexa 65 oder so. Da macht es also keinen Sinn zu investieren. Und ich finde, man sollte an dem Punkt anfangen, über eine richtige Investition nachzudenken, wenn man angekommen ist im Profi-Dasein und Aussicht hat auf Jobs im Laufe des kommenden Jahres und weiß, ich kriege die Kamera, die ich mir kaufen möchte, in einem Jahr refinanziert. Dann, finde ich, sollte man sagen, dann kann man kaufen. Okay. Wenn man sagt, ich habe jetzt vielleicht da so eine Doku-Produktion eine Woche und vielleicht da noch ein Musikvideo und ich hoffe, ich kriege die Miete zusammen dieses Jahr, dann sollte man es lassen vielleicht noch. Und dann lieber bei seiner kleinen Systemkamera bleiben. Ich frage mal anders, weil ich finde es sehr interessant, wann weiß man denn, dass man im Profisegment angekommen ist? Das ist vielleicht die Frage, weil das ist ja, ich kann immer, auch aus der Frage, wann es bei uns so weit war. Also für mich war der Step natürlich von der GR5 auf die EFA, der Aufstieg oder der Umstieg. Und davor habe ich immer alles angemietet. Und ich versuche jetzt immer so zu überlegen, gab es wirklich ein eindeutiges Indiz, dass es jetzt soweit ist? Es kommt keiner und klingelt bei dir und sagt, hallo, ab heute sind Sie Kameramann, Profi, Regisseur, Cutter. Natürlich nicht. Und ich finde es auch ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube auch, dass es darauf keine richtige Antwort gibt. Es gibt viele Leute, die keine eigene Technik besitzen und damit auch sehr gut fahren. Es ist auch wirklich die Frage, ob man wirklich wissen muss, dass man Profi ist. Ich glaube, es geht eher darum, dass man weiß, ich kriege dieses Gerät refinanziert. Das ist der große Punkt. Das weiß man natürlich, blöd gesagt, im Vorfeld nie. Ja. Jetzt einfach so von heute auf morgen, als wir das Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, wir machen das jetzt. Das war ja unabhängig quasi voneinander. Also wir waren ja noch keine gemeinsame Firma zu dem Zeitpunkt und wir haben uns beide für den Schritt entschieden, das zu machen. Aber du weißt jetzt nicht, bin ich in einem Jahr da und denke mir, oh scheiße, das war eine sehr, sehr dumme Entscheidung. Oder sieht es gut aus? Zumindest war es in meinem Fall so, weil ich nicht ein Jahr lang im Voraus schon alle Jobs gebucht hatte. Natürlich gibt es bestimmt Leute, denen wir die Bude eingerannt, kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil dann weißt du, dass du vielleicht mehr Technik brauchst. Und ich meine nicht mehr Technik, aber ich finde nach wie vor ein großer, großer Punkt bei uns oder bei mir war, dass der Anspruch nach XLR immer mehr kam und dass man immer mehr mit einem externen Tontechniker gearbeitet hat und auf einmal nicht mehr alleine vor Ort war, sondern eben in so einem Team, wo man auch gemerkt hat, man braucht diverse Anschlüsse. SDI für einen Regiemonitor und sowas. Genau. Und Dinge, die einem einfach eine ND-Filter, die einem eine kleine Kamera oder eine Spiegelreflex einfach nicht bietet zurzeit. Ja. Ich sage Spiegelreflex, ich meine natürlich auch die ganzen Spiegellosen. Und ich finde, das war ein ganz großer Punkt. Und der Witz ist, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, würde dich auch mal interessiert daran, ich hatte nicht am Anfang direkt das Gefühl von, okay, ab jetzt ist alles auf EFA, sondern ich dachte, ich habe dann die EFA, aber für die kleinen Jobs, wo ich die nicht berechnen kann, kann ich immer noch meine GR5 nehmen. Aber die GR5 kam ultra selten zum Einsatz. Ja, die war dann abgestempelt für uns voll. Aber auch nicht nur für uns, sondern ich habe das Gefühl, dass die Jobs auch auf einmal sich so ein bisschen angepasst haben. Oder ich kann es schwer behaupten, schwer in Worte fassen, aber... Also ich würde, man darf auf keinen Fall die Aussage machen, du kaufst dir eine größere Kamera und deine Jobs werden automatisch besser. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Das will ich nur sagen, genau. Ja. Ich glaube, bei uns... Oder insbesondere bei mir war es so, ich habe diesen Schritt hingemacht zum DP. Mhm. Habe halt für größere fiktionale Projekte die Kameraarbeit übernommen. Und dann war bei mir damit auch klar, das ist jetzt so die Fahrtrichtung für die nächste Zeit. Ich hatte irgendwie, als ich die EFA gekauft habe, zwei große Filmproduktionen anstehen, wo ich wusste, allein darüber kriege ich die Kamera im Endeffekt komplett abbezahlt.
Und es war auch klar, dass die Strahlkraft dieser Projekte groß genug ist, um danach nie wieder GA5-Jobs machen zu müssen. Aber das war verbunden mit ganz, ganz viel Glück, zufällig die richtigen Leute gekannt zu haben, zufällig am richtigen Ort, mal umsonst einen Job gemacht und so. Also das war einfach nur Glück. Und wäre das nicht so passiert, dann wäre ich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr in dieser Branche, sondern würde was anderes machen. Kann ja auch sein. Kann durchaus sein. Um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, dass man natürlich nicht im Januar dasteht und bis Dezember durchgebucht ist. Im Hinblick auf, wie weit kann ich meine Zukunft schauen, wie sehr weiß ich, refinanziert sich jetzt eine Anschaffung. Ich glaube, man muss immer schauen, wenn es in den letzten 3 Monaten gut lief und man hatte irgendwie immer am Ende des Monats mehr Geld, als man dachte, dann kann man erstmal grob davon ausgehen, dass es so weitergeht. Je länger der Zeitraum ist, rückblickend, in dem es gut läuft, umso eher kann man in die Zukunft planen und das halt auch anwenden, dieses Wissen und sagen, wahrscheinlich geht es jetzt erstmal ein bisschen so weiter. Ich sehe aber auch bei mir selber in der Vergangenheit immer wieder Investitionen, die ich nicht hätte tätigen sollen. Mhm. Also wo ich Dinge gekauft habe, also ich hatte irgendwie eine erste GA4 und dachte mir irgendwann, ich kaufe mir noch eine. Das war der hohlste Schachzug aller Zeiten. Also es ist wie 2 Fahrräder besitzen. Die kannst du nicht gleichzeitig fahren. Warum braucht man das? Zwei Fahrräder vielleicht noch okay, aber nicht 2 gleiche Fahrräder. Genau, ja, 2 gleiche Fahrräder, genau. Und ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Vielleicht war die irgendwie im Angebot oder so. Und vor diesen Investitionen muss man sich einfach schützen, dass man lieber Geld mal beiseite legt und sagt, ich spare jetzt auch mal ein bisschen in der Zeit, wo es gut läuft, um vielleicht, wenn ich mir was kaufen möchte und es muss sich in der Zukunft reinvestieren, dass ich aber eigentlich das schon aus meinem Ersparnis finanziere und ob die Refinanzierung dann kommt oder nicht, ist dann nicht mehr so ganz so relevant oder auch der Zeitraum nicht. Auch zu dem Thema, was wir im letzten Podcast hatten, wenn du eine GA5 hast und rufst irgendwie bei der Produktionsfirma für TV an und sagst, ja, bucht mich mit Equipment, ich komme vorbei. Nee, aber wenn du schon irgendwie dein eigenes Equipment hast, du hast ein FS7, ja, du kannst einfach von zu Hause jederzeit loslegen. Ich glaube, dann kannst du dir relativ schnell Jobs angeln. Das sind bestimmt keine High-End-Jobs. Klar, du kannst dir schlecht bezahlte Jobs irgendwie angeln. Mhm. Das stimmt. Aber ich wüsste ehrlich gesagt jetzt aus dem Stand nicht wie. Ich wüsste jetzt mit meinem Alter und meinen Kontakten wüsste ich jetzt, wie ich das mache. Mhm. Aber als ich mit 21 angefangen habe als Selbstständiger, habe ich nicht gewusst, wie ich das mache. Aber das ist ja das Interessante daran, weil wie macht man es denn? Also ich hatte ja das Glück, ich habe ja früher beim WDR gearbeitet und bin dann zu einer Werbeagentur gegangen und dann habe ich mich danach selbstständig gemacht. Das heißt, ich hatte aus meiner Zeit beim WDR und auch aus meiner Zeit in der Werbeagentur schon potenzielle Kunden, also Redaktionen und irgendwelche Creatives und so. Und wenn du jetzt aber einen Kaltstart hinmachst, indem du sagst, du machst ein Studium und danach suchst du dir Kunden, dann kennst du ja niemanden. Ja, das ist doch eigentlich auch die riesige Krux daran. Mach keinen Kaltstart. Ich glaube, Kaltstart in Selbstständigkeit kann ja fast nicht funktionieren. Ja, stimmt. Also es gibt bestimmt irgendwie Gegenteil-Beispiele, aber kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Weil ich glaube, bei den meisten ist es ja so, dass die irgendwie anfangen, was zu machen, eher so nebenbei, und dann irgendwann auf einmal das Netzwerk, von dem ich gerade schon sprach, halt größer wird und Leute irgendwie das empfehlen und das sieht irgendwie cool aus und das haben wir bei dem gemacht. Also ich glaube, das ist auch ist ein anderes Thema eigentlich, wollten wir gar nicht darüber sprechen. Nee, aber jetzt sind wir da. Ich glaube, es ist wichtig, also, weil das alles zusammenhängt. Genau, natürlich. Ich glaube, einen Kaltstart würde ich wirklich niemandem empfehlen. Also was ich glaube, ich empfehlen würde, ist, sich selbstständig zu machen parallel zu einem Beruf, den man hat. Mhm. Ob das jetzt Kassierer ist, Kellner oder, keine Ahnung, Produktionsleiter, ist im Endeffekt egal. Aber dass man nicht von null auf abhängig ist von dieser Einnahmequelle. Und das heißt, man kann auch sozusagen von seinem anderen Hauptjob kann man immer wieder ein bisschen Geld abschöpfen, ein bisschen in Equipment investieren. Und man hat auch Zeit, um sich auszuprobieren, um ein bisschen was zu lernen. Und ich glaube, lange bevor man den Umschwung macht zum Hauptberuflichen, sollte man schauen, dass man bei freien Projekten mitwirkt, in denen man sich ausprobieren kann an kreativeren Aufgaben. Ja. Ich stelle mir vor,
Man hat so ein paar Jobs nebenbei, hier mal ein Interview, da mal ein Partyfilmchen. Das ist jetzt alles nichts richtig Tolles, man kann sich nicht so ausleben. Und ich finde, man sollte eben bei freien Projekten partizipieren und da tolles Licht setzen, sich da richtig ausleben, damit man Referenzen schafft, die eben toller aussehen als das, was man sonst macht. Und dann versuchen, diese Referenzen wieder seinen bereits bestehenden Kunden zu zeigen, um klarzumachen, hey, ich kann noch mehr, was haltet ihr davon, ja. Ich habe eine Idee so, sollen wir nicht mal das und das. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger, sehr, sehr langer Weg. Das also, stimmt, aber ich glaube, es ist ein sehr... Auch, also es ist der Weg, den ich gegangen bin. Ich glaube, den kann man da sogar noch extremer gehen, weil ich bereue das heute zum Beispiel ab und zu, nicht mehr Praktika in verschiedene Richtungen gemacht zu haben. Mhm. Dass man nicht nur eigene Projekte macht und toll Licht setzt, sondern auch überhaupt erstmal lernt, wie setze ich denn toll Licht? Weil ich habe oft das Gefühl, dass sehr viele junge Leute, inklusive uns und auch noch jünger, direkt irgendwie aus der Schule oder aus der Ausbildung direkt in eine Selbstständigkeit reingehen und dann irgendwie ihr Ding machen. Ja, aber ich glaube, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, du machst irgendwie für den Vater, für den Freund von deinem Vater machst du irgendein Imagevideo für seinen Golfclub oder sowas. Ne? Und dann fängst du an. Und dann kommt die zweite und die dritte Anfrage innerhalb von einem Jahr. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man in Deutschland nicht mehr einfach so eine Rechnung stellen kann oder eine Rechnung stellen muss. Und dann wird man eigentlich dazu gezwungen, zum Amt zu gehen und Kleinunternehmen anzumelden. Und plötzlich bist du in diesem Selbstständigkeitsding und hast aber eigentlich deine eigene Ausbildung dahingehend noch gar nicht abgeschlossen. In unserem Fall war es ja wirklich praktisch so. Also wir haben ja beide in unseren Ausbildungen uns selbstständig gemacht, parallel dazu zur Berufsausbildung. Ja. Was ja noch ging. Aber ich glaube, wenn du wirklich nach dem Abi mit 19 dir eine Steuernummer holst und dann selbstständig anfängst zu arbeiten, klar, verpasst du viel. Und man kennt aber auch die Branche noch gar nicht gut genug, um zu wissen, oh, was verpasse ich alles, was kenne ich alles nicht, bei wem könnte ich jetzt was lernen? Also Olli, von dem wir auch letzte Woche gesprochen haben, Olli Rötz, der Kamera macht für Terra X, das wäre, glaube ich, jemand, bei dem wir beide gerne immer noch praktikamäßig über die Schulter schauen würden, weil er einfach so coole, gute Bilder und Produktionen macht, unter auch teils so widrigen Umständen, dass ich unbedingt in sein Nähkästchen schauen will. Unbedingt. Auf jeden Fall. Und hätten wir das gemacht mit Anfang 20, dann wären wir jetzt wahrscheinlich an einem anderen Punkt. Ja. Soll nicht heißen, dass der besser ist, aber anders. Nee, auf jeden Fall. Aber ich finde, die wichtige Aussage, die für mich inzwischen dahinter steckt, und ich meine, ich bin erst 30 geworden, ich bin jetzt ein alter Mann. Nein, aber ich glaube, dass so ein Praktikum oder sowas, je nachdem bei einer coolen Company oder bei vielleicht auch nur bei einem Business Setrunner für eine Woche beim Film oder sowas, bringt einem deutlich mehr als die ersten 2 Jahre der Selbstständigkeit wahrscheinlich in sehr jungen Jahren. Weil einfach, ja. Was mir oft gefehlt hat, ist einfach so ein Mentor, wo man wirklich sagen kann, so, ich hab meine Grenze hier erreicht in diesem Knowledge, sag mir oder bring's mir bei oder sowas. Ja, und das Internet ist für viele Sachen nett, aber eigentlich merkt man im Großen und Ganzen, ist wie so eine Pyramide, ne? Bei dem wirklichen Knowledge ist sehr, sehr wenig Angebot da und je weniger... Also klar, du findest halt auf YouTube sehr viel. 10.000 Videos in Deutsch, die dir erklären, wie du einen Weißabgleich einstellst. Ja. Und ein einziges Video, was dir erklärt, was der Unterschied zwischen Line-Skipping und Pixel-Binning ist. Ne? Ja, und das finde ich halt oft das Problem. Deswegen habe ich ja ursprünglich auch diesen Kanal gegründet, um so ein bisschen hoffentlich die Reise mitzunehmen und auch mal helfen zu können, ja, in diversen Fällen. Und deswegen, in unserem Fall zum Beispiel, wir haben eine Company. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt ein 3-monatiges Praktikum beim Olli, das geht nicht so einfach. Aber mit 18 wäre es gegangen, wahrscheinlich einfach her, zumindest. Ja, absolut. Also ich glaube, man muss, wenn man jetzt vielleicht vor diesem Scheideweg steht, drüber nachdenken, nicht direkt alles auf eine Karte dazu setzen, sondern erstmal zu lernen. Ich glaube, das ist einfach das, was ich dann sagen genau. wollte. Vor allem, weil man auch noch mal viel mehr entdeckt, ja, was einem Spaß machen könnte, wo man die wirkliche Freude bei empfindet. Also ich glaube, es gibt viele Bereiche, da ist den Leuten anfangs gar nicht bewusst, dass es das gibt, Color Grading, dass es Koloristen gibt, die das hauptberuflich machen. Ein toller Beruf, wenn man nicht den ganzen Tag im Dunkeln sitzen würde. Oder halt auch alles, was produktionsseitig passiert, in Sachen Aufnahmeleitung, Produktionsleitung und so. Das sind viele Berufe, die lernst du gar nicht kennen, wenn du einen Kaltstart machst und einfach anfängst, irgendwie Imagefilme zu produzieren oder so. Naja, auf jeden Fall. Klar, das ist ja auch der Punkt. Im Worst Case verlierst du dich dann
in deiner eigenen Arbeitsweise und machst halt immer das Gleiche, was vielleicht blödes nur noch falsch ist oder halt nicht so gut, wie es eigentlich sein könnte, aber du rufst halt immer das gleiche Wissen ab. Machst immer und du kommst halt irgendwann an einen Punkt, wo du so mit so gesundem, ungesundem Halbwissen, YouTube-Tutorials etc. kommst du so bis Punkt X und da ist dann Feierabend für dich, weil man halt, weil einem so das Fundament fehlt an Wissen. Und das kann man natürlich durch Praktika etc. Erstmal wunderbar aufbauen. Und es ist natürlich toll, wenn man als 18-Jähriger mit den ganzen anderen 18-Jährigen abhängt. Das ist natürlich auch wichtig, aber im Endeffekt werden die ähnliche Grenzen haben wie man selber. Und man muss ja auch nicht das Rad neu erfinden. Es gibt ja Leute, die wissen, wie Color Grading geht. Es gibt Leute, die wissen, wie Lichtsetzung geht. Warum fragt man die nicht einfach? Warum lernt man nicht von denen? Du musst es ja nicht jahrelang selber dir irgendwie... Um nochmal zurückzukommen zum Thema, wann macht man den Schritt und kauft sich eine Profikamera? Mhm. Ich will da mal so als Richtwert für eine Profikamera so 10.000 Euro mindestens in den Raum stellen. Nur für die Kamera? Ja, das ist halt die Frage. Ne? Also wenn ich jetzt eine FS7 mit Objektiv und Stativ, habe ich locker 10.000 Euro in der Hand. Mhm. Ne? Selbst wenn ich gebraucht irgendwie mir was zusammensuche. Und da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen, mit jeder Anschaffung kommen auch immer noch mal Begleiterscheinungen. Zur Kamera gehört immer noch eine Ladung Akkus, eine gute Tasche, ein Case fürs Flugzeug. Speichermedien, je nachdem. Exakt. Das heißt, 10.000 hast du schnell erreicht. Sehr schnell, ja. Und gleichzeitig, wenn ich mir aber so eine Kamera leihe, als Komplettpaket für 200 Euro, ist das sehr überschaubar. Ich habe einen Job, wo ich mit einem Kunden meinen Tagessatz aushandle und die Technik kommt on top. Natürlich geht es nicht in meine eigene Tasche, das Geld, aber ich kann ja 10-20% locker draufschlagen, ne, als Handlingpauschale oder so. Und das Tolle ist halt, ich bin nicht daran gebunden, ein einziges System zu benutzen, sondern, das hattest du auch gesagt im letzten Podcast, du hast früher viel ausprobiert und hast das Projekt mit Canon geschossen, das Projekt mit Sony, das Projekt auf Red, das Projekt auf Arri und hast damit natürlich auch eine Erfahrung gesammelt und am Ende dich entschieden, sollte ich jemals kaufen, dann kaufe ich die und die Kamera, weil die sagt mir am besten zu, die passt für meine Arbeitsweise etc. pp. Das ist eine Erfahrung, die man unbedingt machen sollte. Ich sehe bei vielen Leuten, dass sie eine Kamera kaufen auf Grundlage von 3-4 Tutorial-Reviews, die sie geguckt haben und irgendwie den Specs zur Veröffentlichung. Ja. Und dann kaufen sie sich die Blackmagic G2. Und das ist auch total gerechtfertigt. Aber dann sehe ich andere Leute, die auch überlegen, sich die zu kaufen, gehen zum Verleiher, probieren den Tag lang aus und sagen, Alter, Ding wiegt 4 Kilo, never, das ohne ist alles. Viel zu schwer. Genau. Und das sind so Learnings, die einem am Ende halt viel Geld und viel Rückenschmerzen kosten. Und da macht es halt eben Sinn, eine Zeit lang zu leihen, eine Zeit lang auszuprobieren. Und ich finde, wer diese Phase nicht gemacht hat, der sollte grundsätzlich nicht kaufen. Mhm. Bin ich bei dir. Also es gibt auch Leute, die durchaus eine Blackmagic G2 sich gekauft haben und damit happy sind. Ich will das nochmal betonen, nachdem uns immer dieser Blackmagic-Hass angelegt wird. Das ist nicht so. Absolut. Aber jetzt zum Beispiel, um mal über Mirko zu sprechen, der ja eine G2 hat, ist halt auch jemand, der seit Jahren professionell als Filmemacher arbeitet. Ich glaube nicht, dass der bei Mediatek oder Teltec einfach geklickt hat, Vorbestellung. Und dann kam die, sondern der wird sich damit auseinandergesetzt haben. Und der weiß auch, wie sich 5 Kilo Kamera anfühlen. Absolut, das stimmt. Schön zusammengefasst auf jeden Fall. Weiter zu diesem Punkt. Ich habe, du hast jetzt schon die Finanzen in den Raum geworfen. Also auf jeden Fall sollte es einen nicht in den Ruin treiben. Das ist schon mal ein Punkt, der sehr, sehr weit oben steht. Es muss sich refinanzieren und das halt nicht über irgendeinen anderen Beruf, den man ausübt oder so. Genau, und ich finde eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der das vielleicht auch sogar schon relativ krass zusammenfasst, du musst es halt wirklich brauchen. Und ich glaube, das merkst du an den Jobs. Wenn du auf einmal merkst, keine Ahnung, deine GH5 oder deine Sony oder was auch immer reicht nicht mehr, weil der Kunde etwas anderes benötigt, weil die Arbeitsweise etwas anderes benötigt, dann ist es vielleicht Zeit zu mieten. Und wenn du merkst, du mietest die ganze Zeit, dann ist eigentlich der Punkt gekommen, wo du auch sagst, ja, jetzt ist auch das Finanzproblem. Ich sehe immer das große Problem, dass viele Leute mit einem Hobby anfangen und das auch wie ein Hobby betrachten. Mhm. Wenn jemand
aus Hobbygründen reiten geht und sich ein teures Pferd leistet, einen teuren Stall, was weiß ich, oder wenn jemand aus Hobby Motorrad fährt und er leistet sich ein tolles, teures Motorrad, auf das er Bock hat, schöne 1000er BMW, dann sollte man das niemals verwechseln mit dem Kauf einer Kamera. Und ich glaube, viele Leute gehen da gleichermaßen dran. Die kaufen sich ein Gerät aus so einer Hobbyperspektive. Ich will das Beste haben für mein Hobby. Ja. Und das darf natürlich jeder machen, der irgendwie ein Jahresgehalt hat von 50.000. Have fun, dein Problem. Ich glaube nur, dass man fängt irgendwie an, mit 18, 19 selber zu filmen mit seiner eigenen Kamera, macht das als Hobby, hofft irgendwie darauf, dass man vielleicht das studieren kann, dass man da einen Job draus macht und kauft sich dann aus dieser Hobbyperspektive so ein fettes Gerät. Und ich finde, man darf nicht unterstützen, dass es ein Arbeitsgerät ist für Profis, das auch ein professionelles Umgehen damit erfordert. Also du musst schon wissen, was du machst, wenn du dir eine Red kaufst. Es ist leicht, mit einer Red unglaublich schlechte Bilder zu machen, wenn du sie zum ersten Mal in der Hand hast, weil du nicht weißt, was die ganzen Menüs sein sollen, wie ein OLPF funktioniert, was irgendwie, wie du einen Schwarzabgleich machst, etc. pp. Und gleichzeitig möchte ich mal den Vergleich anstellen, ein LKW-Fahrer, der kauft sich nicht am Tag 1 seines Jobs als LKW-Fahrer einen eigenen Mercedes Actros für 300.000 Euro oder so. Das würde nie jemand tun. Und ich finde das, ich beobachte das halt so sehr bei Kameraleuten, dieser Drang, eigenes Equipment zu haben, der oft unbegründet ist und da die Motivation so ein Hobbyismus ist, der da nicht hingehört. Auf jeden Fall. Und das sind die Leute, die am Ende Equipment haben, was sich nicht refinanziert. Nee, das stimmt. Und wenn du, wie du schon sagst, wenn man einfach das Geld irgendwie hat und man sagt, ich mache einen bezahlten Job im Jahr und den Rest drehe ich Filme und ich möchte, dass die einfach brutal geil sind, weil mir Geld eh egal ist, cool. Ja. Aber das ist natürlich sehr selten der Fall. Und je nachdem, ne, so ein normaler Kunde, dem ist ja auch, keiner dankt dir ja dafür, dass dir die Kamera gehört. Also es macht dir wirklich nur Sinn, wenn du damit Geld verdienst. Oder so viele Projekte damit machst, auch auf eigener Basis, die dich dann irgendwo anders weiterbringen. Ja. Kann man auch drüber streiten. Aber man muss sich auch mal an vielen Stellen fragen, ob man nicht häufig mit Licht viel sichtbarere Ergebnisse erreicht als mit einer teuren Kamera. Ja, das sowieso. Das ist auch ein ganz anderes Thema. Wir reden jetzt natürlich deutlich über das Thema Kamera. Ja. Finde ich aber auch okay, weil es irgendwie so ein bisschen das Level nochmal aufmacht. Aber wir vergessen dabei natürlich das Licht und alles drumherum deutlich wichtiger ist an vielen Stellen. Ja. Aber ich finde es trotzdem mal interessant, das so zu beleuchten. Aber lass uns doch mal, um noch mal einen kleinen Umweg zu machen zu unserem Podcast vom letzten Mal, darüber haben wir haben gesprochen, über was ist eine gute Einstiegskamera, die wirklich was kann. Und jetzt machen wir den zweiten Podcast und sprechen darüber, was man als nächsten Step kauft. Und eigentlich, finde ich, muss man in der Zwischenzeit viel Geld in Licht investieren. Man kauft sich seine erste Kamera, sei es eine Sony A6000 irgendwas oder eine GH5 oder sowas. Und sobald man wieder zu Geld kommt, sollte man Geld in Licht investieren und nicht darüber nachdenken, sich ein Riesenarsenal an Objektiven zuzulegen und jede Festbrennweite der Welt zu haben oder schon zu sparen für die nächste große Kamera, sondern erstmal gucken, ein paar Lampen sich ins Sortiment zu holen. Das ist ja der Witz, weil du hattest auch drüber gesprochen, du hast so schön Spielzeug genannt. Man hat nämlich, nachdem man eine Kamera hat, dann geht das nächste Geld wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in Spielzeug, in Glidecam, in Drohne, in Objektive ohne Ende, in Cage, in irgendwie was weiß ich nicht was. Aber Licht leckt mich fett. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Licht besessen habe die ersten Jahre, außer vielleicht Softboxen 30 Euro von Amazon und die auch nur an. Ja. Und das ist eigentlich echt krass, weil damit kann man vom Input so ein paar 100 Euro in Licht zu investieren versus ein paar 100 Euro in dieses Spielzeug zu investieren, du kriegst so viel mehr Value daraus und der ist auch Jahre später im Idealfall noch benutzbar. Wohingegen jetzt, wann hast du das letzte Mal deine Glidecam ausgepackt? Keine Ahnung, ich glaube, die ist im Keller irgendwo. Ich finde, was auch nochmal ein Riesenpunkt ist, wenn man sich gutes Licht oder Licht kauft überhaupt,
Du kaufst dir eine erste Kamera, du machst viele Lernschritte. Mhm. Du lernst viel über Blende, du lernst viel über die Belichtungszeit, welche Effekte du hast, je nachdem, wie lange oder wie kurz du belichtest. Du lernst irgendwie, wo der Sweet Spot der ISO ist, ab wo es abbricht, etc. Wichtig. Und vor allem Kadrage. Mhm. Wenn du jetzt 10.000 Euro in die Hand nimmst, dir eine super Kamera kaufst, da ist jetzt nicht mehr so viel Learning drin. Klar, du lernst jetzt mit diesem technischen Gerät umzugehen, aber deine Bilder werden jetzt nicht zwangsläufig besser. Kaufst aber nur eine oder zwei Lampen, gehst du wieder in ein ganz neues Lernfeld rein, was du für dich komplett eröffnen und exploren kannst. Das ist kein deutsches Wort, ne? Erforschen. Erforschen kannst. Und du kannst dir halt Gedanken machen, kannst viel lernen über Licht und Schatten, über hartes und weiches Licht, über Farben, über Farbkontraste, bla bla bla, unendliches Feld. Und deine Bilder werden traumhaft werden. Kamera egal. Das auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Punkt. Ich hatte da wieder mit Lisa, unserer Praktikantin, hallo Lisa, auch schon drüber gesprochen, dass egal welcher Bereich, vor allem seit YouTube so groß geworden ist, was auch Filmmaker-Content angeht. Und die meisten YouTube-Filmmaker, die ja eigentlich keine Filmmaker sind, sondern YouTuber, immer so diese ganzen Produkte anpreisen, was dich besser macht. Und wenn du einen externen Rekorder hast, wirst du besser. Und wenn du das hast, wirst du besser. Und meistens ist es ja Quatsch, weil auch 10-Bit zum Beispiel, wo alle sagen, ah, du brauchst 10-Bit und da, oh, die Farben sind der Wahnsinn. Und natürlich bist du dann gewillt, gerade als junger Mensch, wenn du vielleicht nicht so viel Ahnung hast, sagen, ah ja, cool, wenn der das sagt, meine Bilder sind nicht gut und mit diesem Gerät werden die endlich gut. Dabei ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Wenn du irgendwie mit dem Material in deiner Kamera noch nicht an die Grenze gestoßen bist, gibt es auch keinen Grund, extern zu rekorden, um 10-Bit zu holen. Weil du kannst mit 8-Bit noch nicht mal umgehen. Ja. So, und wenn du noch nicht mit deiner GH5, blöd gesagt, schöne Bilder machst, dann wirst du auch mit einer Red keine schönen Bilder machen. Richtig. Ist ein bisschen wie Schlagzeug spielen, weißt du? Wer mit Hi-Hats, Snare-Drum und Bassdrum nichts kann, dem bringen auch 30 Toms nichts. Oh, das ist ein super schönes, schöne Metapher. Gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, das übersehen viele. Und das haben wir im letzten Podcast auch schon gesagt. Es wird einem oft verkauft oder versucht zu verkaufen, dass man mit Technik seinen Skill kompensieren könnte. Und das oder dass überhaupt gute Bilder entstehen durch gute Technik. Und das stimmt nicht. Genau. Und das ist, ich will das immer wieder betonen, weil gerade in diesen Sachen, wo wir viel über Technik reden, dass das kein Ersatz ist. Technik ersetzt keinen Skill. Ja. Und um ein paar Beispiele zu machen. Ja? Seit ein paar Jahren ist der Gimbal der letzte Schrei. Mhm. Braucht keine Sau. Ich finde wirklich, wenn du anfängst, Filme zu machen, ist ein Gimbal das Letzte, was du brauchst. Lern mit deiner scheiß Kamera umzugehen und lern Bilder zu machen. Aber der Gimbal wird dich nur davon ablenken, deine Aufmerksamkeit auf das Richtige zu lenken. Mhm. Gute Bilder zu machen. Und ein Gimbal macht keine guten Bilder. Ein Gimbal sorgt dafür, dass du von A nach B rennen kannst, ohne dass die Kamera wackelt. Wow. Im Idealfall. Im Idealfall. So, 8-Bit, 10-Bit. Dann sieht man irgendwelche Vergleichsvideos in 8-Bit, 400% hochskaliert. Ah, oh, seht ihr hier das Banding im Himmel? 10-Bit, man sieht es nicht. Wow. Who cares? Wenn du deinen Anfang machst, dann hast du garantiert andere Probleme im Bild, außer dass der Himmel Banding zeigt oder sowas. Also 8-Bit, 10-Bit, Diskussion, scheißegal, brauchst du nicht. Slider. Ich finde Slider ist ein viel tolleres Tool als ein Gimbal. Mhm. Aber ich finde auch, das ist irgendwas, was man relativ spät erst wirklich braucht. Und auch relativ selten, das muss man ja auch mal sagen. Ja, genau. Oder sagen wir mal andersrum, was braucht man denn? Du brauchst eine gute Kamera, du brauchst ein Stativ, du brauchst eine Lampe. Und einen Monitor. Das, ich finde, Monitor ist auch echt eine der wenigen Sachen, die ich auch bei einer kleinen Kamera, besonders bei einer kleinen Kamera, als übelstes Must-Have bezeichnen würde. Und wenn es nur ein Lilliput 150-Euro Monitor ist, ganz egal, die Dinger sind überraschend gut, die werden jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie Riesenstürze überleben oder ich weiß nicht, die werden irgendein Manko haben, vielleicht ist es einfach billig verbaut, kein Plan. Ach, die Farben sind wahrscheinlich alles andere als perfekt in der Wiedergabe, aber allein erstmal das Bild auf 7 Zoll zu haben und eine Einschätzung geben zu können, was ist hier scharf, ist meine Kadrage gut, ist das Bild gerade, sind die Farben im Verhältnis irgendwie interessant, allein das ist schon mal 1000 Mal besser als auf so einem 3 Zoll Kameradisplay. Was dann irgendwie auch noch bei der Sony zum Beispiel komplett voll ist mit Menüs und so. Nicht nur das kannst du noch wegmachen, aber dass einfach dir eine Überbelichtung anzeigt im Bildschirm, wenn einfach keine Überbelichtung herrscht. Ja. Und natürlich irgendwie, ich kann Histogramm, Waveform, Pipapo, ich kann das lesen, okay, alles klar. Aber trotzdem, das macht ja
Viele können das vielleicht nicht in der Frühphase, wissen gar nicht, was ist ein Histogramm, weil Waveform hat die ja, glaube ich, gar nicht. Ja. Und dann sieht dein Bild überbelichtet aus und denkst du, oh, ich mach mal lieber dunkler. Und dann kommst du an den Rechner und dein Bild ist total unterbelichtet. Ja. So, ja, danke für nichts. Ja, absolut. Und für sowas sind externe Displays natürlich der absolute Wahnsinn. Ja. Was hältst du denn für richtig unnötig, was man sich anfangs verkauft? Ich finde, Cage weiß ich mittlerweile gar nicht mehr, warum das so... Ich habe immer ein Cage gehabt in meiner Kamera, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Ich hatte auch früher immer ein Cage. Ich glaube, das war so der Wunsch, dass diese Fotokamera etwas weniger nach Fotokamera aussieht und die Möglichkeit, irgendein Zeug dran zu schrauben. Genau, aber das meiste Top-Handle und so, was man nie braucht. Top-Handle, würde ich noch sagen, ist ja okay. Aber ich mittlerweile, wenn wir mit diesen kleinen Kameras was machen, bin ich froh, je kleiner und kompakter die auch ist, weil das ist ja der Vorteil von dem Ganzen. Ich glaube, aber wir gucken mittlerweile aus einer anderen Perspektive. Wenn wir eine vernünftige Kamera haben wollen, nehmen wir eine vernünftige Kamera. Und nur wenn sie klein sein muss, greifen wir bewusst zu den kleinen. Und dann sollen die eben auch so klein wie möglich sein. Ja. Das Einzige, was wir drauf packen, ist ein Monitor, wenn überhaupt. Oder ein Mikro halt, ein externes. Genau, und damit holen wir auch aus diesen kleinen Kameras die Stärken raus, die dieser Formfaktor bringt. Du kriegst diese kleinen Kameras in Ecken rein, wo du andere Kameras nicht hinkriegst. Du kannst sie mal eben schnell mit einem Saugnapf an einem Fenster festmachen, weil sie so leicht sind. Du hast irgendwie einen relativ soliden Autofokus, der für eine B-Kamera ganz gut funktioniert oder für einen Gimbal-Shot. Du hast auch vor allem eine leichte Kamera, das finde ich auch oft schön, weil ich denke, es gibt auch Sachen, die würde ich selbst als A-Kamera nicht mit der EVA zum Beispiel drehen oder mit irgendeiner anderen Cinema-Kamera. Also was ich auf jeden Fall total unnütz finde, ist, ich erlebe bei vielen Leuten, die kaufen sich eine Kamera mit einer Standard-Zoom-Optik drauf, dann als zweites die günstigste Festbrennweite, das ist dann entweder eine 50mm oder eine 25. Und dann kaufen sich irgendwie ein 70 bis 200 Zoom oder so, was für immer im Schrank steht. Und ich glaube, man sollte am Anfang in eine Kamera mit einer Linse investieren und dann direkt in Licht. Und alles andere erstmal beiseite lassen, keine anderen Linsen. Keine Drohne. Eine Drohne ist Spielzeug. Ja. Bei den wenigsten bezahlten Jobs sind Drohnen wirklich sinnvoll. Und selbst dann sind sie selten bezahlt. Ja, und ich sehe auch echt immer wieder viele so Halbamateur-Image-Filmchen und sowas bei Filmemacher Deutschland oder so. Da sind dann Drohnenshots drin, wo ich mir denke, das macht ja gar keinen Sinn. Nee. Ist ja toll, dass ihr jetzt über das Gebäude der Firma drüber geflogen seid, aber das ist irgendwie so eine hässliche Industrie-Bungalow-Anlage. Das ist jetzt keine gute Aufnahme, geschweige denn tut das marketingmäßig in der Außenwirkung der Firma gut. Du wolltest einfach mal mit deiner Drohne fliegen so und einen Drohnenshot irgendwo einbauen. Warum? Mhm. Und da merkt man eben, das ist halt dann doch wieder ein Spielzeug. Eine ganz normale Außenaufnahme, ein Schwenk, vielleicht eine Fahrt, ne? Ob man die jetzt mit dem Slider macht oder aus der Hand, whatever, hätte einen besseren Effekt gehabt. Weil ein Teerdach von oben zu sehen, sagt mir gar nichts. Und es ist vor allem ja mittlerweile auch, du bist ja satt gesehen daran. Inflationär, genau. Als wir angefangen hatten, die erste Drohne hatte ich 2012 oder 2013, da war das krass, einen Drohnenshot irgendwo drin zu haben. Ich erinnere mich, dass wir bei diesem 99 Fire Films Wettbewerb mitgemacht haben. Echt? Und hab ich noch nie mitgemacht. Crazy. Und da hatten wir einen Drohnenshot drin und waren, glaube ich, die einzigen. Also ich habe mir ein paar angeschaut von der Konkurrenz, da hatte keiner Drohnen drin. Klar, und jetzt mittlerweile, wo jeder Onkel, der am Sonntag mal beim Grillen eine Mavic Mini oder wie auch immer die heißen, interessiert doch kein Schwein mehr. Ja. Du lockst auch niemanden hinterm Ofen vor. Nee, nur wütende Nachbarn. Ja, und im Worst Case hast du noch eine Kamera, die dein Bild quasi runterholt. Also du hast irgendwie deine geile Red und dann hast du aber eine Phantom 3 und das Bild sieht einfach aus wie hingeschissen. Ja, voll. Um mal wieder zur Ausgangsfrage zu kommen, wann macht man den Punkt für eine große Kamera? Da sind wir jetzt komplett dran vorbeigeschrappt irgendwie. Ich glaube, das war zwischendrin schon da. Also der Bedarf muss da sein und die Finanzen müssen stimmen. Und das Skillset muss so weit entwickelt sein, dass du die große Kamera auch brauchst. Ja. Und ich glaube, das sind halt die Punkte, die es eigentlich irgendwie zusammenfassen. Mhm. Und ich finde, man kann auch viel schneller zu diesem Punkt kommen, wenn man eben am Anfang clever investiert. Und darüber haben wir jetzt viel gesprochen wieder. Also eben nicht in diesen ganzen Quatsch. Eigentlich muss man echt sagen, wenn du irgendwie so diese krassen Hype-Videos auf YouTube hast, dann brauchst du es nicht.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich der Punkt. Ich finde es auch schön, wir machen ja nach wie vor gerne Anti-Marketing häufig. Mhm. Und ich bleibe auch dabei. Also wenn du 100 Videos guckst und 99 davon sagen, du brauchst das, brauchst du es nicht. Nee, also vor allem, es gibt halt viele so Kleinstprodukte. Irgendwie so ein Aperture RGB kleines Kopflicht, wo ich mir denke, das bringt dir was, wenn du vor deinem Computer sitzt und dich anleuchtest oder wenn du irgendwie in deinem IKEA-Regal hinter dir deinen Snoopy-Hund anleuchten möchtest, aber aus Profisicht macht das erst Sinn, wenn du 12 Stück davon hast oder so, weil du die dann in irgendeiner Bar versteckst oder in einem Schrank, aber es macht viel mehr Sinn, ein großes Panel zu kaufen, was richtig Output hat, Bicolor ist, was du soften kannst, bouncen etc. Und dahingehend sind diese ganzen Influencer-Videos, das ist ja eigentlich Influencing, sind halt oft irreführend für die Leute, weil sie vermeintliche Investitionstipps beinhalten, aber eigentlich nur versuchen, irgendein Produkt irgendwie zu verkaufen. Ja, so ist es. Also traurig. Fass mir nochmal zusammen. Kamera mit, im Idealfall, willst du noch kurz ein Objektiv aus? Nee, Objektiv haben wir schon ein bisschen besprochen, da müssen wir jetzt nicht nochmal so viel zu sagen. Also ums kurz Objektiv. Sigma 18-35 ist das beste Objektiv, was jemals gebaut wurde. Es ist das Objektiv für die einsame Insel. Einfach, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis wahnsinnig gut ist. Mhm. Sowas gab es noch nie davor und es wird es auch nie wieder geben, glaube ich. Hoffentlich nicht. Hoffentlich kommt nochmal was. Ja, ich sehe jetzt nichts am Markt. Eine 18-50, das wäre es. Das wäre der Wahnsinn. Aber das finde ich ist einfach eine ganz, ganz tolle Linse für den Anfang. Mhm. Aber im Endeffekt finde ich, jedes Objektiv ist erstmal gut. Du kannst mit allem irgendwas machen. Das stimmt. Und es ist total sinnvoll, ein Objektiv zu kaufen von vornherein mit einer Blende 2.8, einer durchgängigen. Das hilft einem sehr, sehr weit. Ja. Nicht die Kit-Optik, die irgendwie beim Zoomen zugeht auf eine 5.6. Das hätte ich auch, schrecklich. Auch empfohlen. Also eher eine Abschreckung, was man nicht kaufen sollte, weil diese ganzen Zoom-Optiken, die nach vorne dunkler werden, sind auch im hellsten Bereich meistens schon recht dunkel. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass viele Leute jetzt nicht nur bei Sonnenlicht draußen filmen, sondern irgendwie dann noch mal drin. Genau. Irgendwie auch, keine Ahnung, wenn es nur das Familienfest ist, auch mal drin das nutzen wollen. Aber zum Beispiel, das sind dann so Fehler, die ich oft sehe, ist irgendwie, jetzt kauft sich jemand eine Kit-Optik, 18-55, eine 50 mm Festbrennweite und eine 70-200. Und von dem Geld für die drei Linsen, die eigentlich alle kacke sind, hätte er sich eine vernünftige Zoom-Optik mit einer durchgängigen Blende 2.8 zulegen können. Und das wäre ein Träumchen gewesen. Ja. Und das wäre eine Investition gewesen, die auch in 3 Jahren noch Sinn macht, wo auch noch ein Gebrauchtwert erhalten bleibt, sodass man, wenn man sich irgendwann umentscheidet, anderes System, anderer Lensmount, verkauft man das Ding und hat vielleicht 20% Verlust gemacht. Super. Ne, ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt Technik, die gut altert und es gibt Technik, die altert sehr schnell, sehr schlecht. So diese ganzen kleinen Sony-Kameras, die sind in 2-3 Jahren sind die nichts mehr wert, weil die so massenhaft auf dem Markt sind. Aber ich sag jetzt mal, wie wir gestern gesprochen haben, wer sich jetzt eine gebrauchte C100 kauft, die hat wahrscheinlich in 1,5-2 Jahren immer noch den exakt gleichen Wert. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass die jetzt schon auf dem... Ja, genau. Was ja total, das ist das Schöne am Gebrauchtkaufen. Ne? Wenn du beim Neupreis relativ schnell einen Verlust hast im Wert, hast du bei gebrauchten Artikeln, ist der Verlust, der größte Sturz im Verlust ist schon gewesen. Ja. Und ab dann dümpelt das nur noch so vor sich hin. Das heißt, ein Gebrauchtkauf lohnt sich für den Wiederverkauf immer viel mehr. Das hast du vorhin schon so schön betont. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie auf einmal besser ist, nur wenn man eine neue Kamera hat oder sowas. Null. Das nächste Level, ich bleib mal bei dieser Level- oder Liegen-mäßigen Sache, das erreichst du ja über die Arbeit, die du machst und die Jobs. Das überreichst du ja nicht über deine Technik. Ja, aber da ist man wieder bei dem Punkt Hobbyismus. Ja. Eine Kamera ist kein Statussymbol. Es ist keine Rolex am Arm und es ist kein Porsche vor der Tür. Sondern es ist ein Arbeitsgerät. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der mit seinem Schraubenzieher prollt. Und ich finde, so muss man eine Kamera sehen. Es ist ein Schraubenzieher. Und ich muss erstmal wissen, wie ich eine Schraube reindrehe, bevor ich mir einen Schraubenzieher zulege. Bevor wir zur Conclusion kommen, habe ich noch eine Sache. Wir haben letztens einen Film von unserer Praktikantin Lisa angeschaut und so ein bisschen
Denkanstöße gegeben und kritisiert und so. Und ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe darüber nachgedacht, ob man auch mal, was viele andere YouTuber schon machen, sowas probiert auch mit von wegen, ey, schickt uns eure Filme und wir gehen das mal durch. Schwierig, weil man natürlich schnell wie der arrogante Drecksack, der von oben herab spricht, wirkt. Mhm. Aber prinzipiell, vielleicht finden wir einen Weg, das cool zu machen. Was hältst du davon, man nimmt die Bilder aus den Filmen, die wir zugeschickt kriegen, die uns am deutlichsten auffallen, wo wir sagen, Moment mal, das bauen wir jetzt einfach mal vor laufender Kamera nach und zeigen mal, wie wir es gemacht hätten. Vielleicht ist das ein cooler Weg. Es ist immer ganz leicht, am Reißbrett zu sagen, ja, hätte man so und so und so machen müssen, ist total schlecht. Aber sich selber in eine gleichermaßen ungeeignete Situation zu begeben und vielleicht auch zu sagen, okay, sagt uns nicht nur, welche Szene, sondern sagt uns auch, welches Equipment ihr benutzt habt und wir benutzen die gleiche Technik. Mhm. Damit man wirklich am gleichen Punkt steht. Und wenn es heißt, wir hatten nur eine halbe Stunde Zeit, dann nehmen auch wir uns nur eine halbe Stunde Zeit und gucken dann, wie weit kriegen wir es. Wir machen so eine Art Challenge daraus. So könnte es wirklich Spaß machen. Das finde ich sehr interessant. Also sagt doch mal Bescheid, ob ihr das auch cool findet und mega gut. Dann könnt ihr das mal machen. Cool. Nicht gut. So, okay, cool. Conclusio zum Thema Next Level. Meine Conclusio zu dem Thema ist, man sollte an den Punkt kommen, wo man die Bilder, die man im Kopf hat, auch mit nicht so toller Technik umzusetzen. Mhm. Und erst dann, wenn man merkt, hey, meine Bilder sind eigentlich gut, aber es ist ein bisschen viel ISO-Rauschen drin oder ich hätte gern irgendwie noch mehr Bokeh. So, wenn man an dem Punkt ist, wo aber alles andere toll ist, Kontraste sind toll, Lichtsetzung ist toll, Augenlicht ist toll, dann kann man eine andere Kamera kaufen. Und man muss sich vorstellen, wenn man selber der Ballon ist, die Kamera hängt unten dran. Also man muss erst selber ins andere Level aufsteigen, die Kamera fliegt dann hinterher. Irgendwie so. Ich finde es schön, mein Level-Bild ist endlich angekommen. Cool. Also anders gesagt, man muss einfach seine Kamera, man muss aus seiner Kamera rauswachsen. Voll, man, exakt, ja, exakt. Bevor man eine neue zulegen kann. Alles klar, cool. Lass uns dabei belassen. Leute, Kommentare, Fragen, Anregungen, Abo, Daumen. Roast us. Bitte nicht. Bis bald. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, tschüss.